Zum Abschluss dieses Mammutsprogramms mit 9 Spielen in 16 Tagen hatte Bozen mit Asiago genau das Team zu Gast, das als letztes den Rekordmeister bezwingen konnte. Es standen sich auch die beiden Meister der letzten 5 Jahre gegenüber. Asiago gewann den Titel 2010 und 2011, Bozen hingegen 2 Jahre zuvor sowie im Vorjahr. Und dieser Mann hat wesentlich zum Bozener Erfolg beigetragen, der 32-jährige Stürmer Stefan Zisser, der am Samstag für sein 500. Meisterschaftsspiel im weiß-roten Trikot ausgezeichnet wurde. Nach Christian Walcher, Enrico Dorigatti und Kapitän Alexander Ecker ist er bereits der 4. Bozener im 500er Club. 500 Spiele sind wirklich viel und das ist, ich habe viele Erinnerungen wach, schöne Momente, natürlich auch nicht so schöne Momente, aber vorwiegend schöne Momente zum Glück. Und ist sperrig. Die Begegnung begann mit diesem Fehler von Andrea Ambrosi. Lane Alma ergatterte sich die Scheibe und spielte Bentivoglio an. Günther Hell konnte aber abwehren. Gleich darauf folgte die Antwort der Bozner mit Anton Bernhardt. Torhüter Vincenzo Marozzi, der die Saison in Meran begonnen hat, hielt problemlos. In der 6. Minute gewann Luca Rigoni das Boulet im Angriffsdrittel von Asiago. Federico Benetti schoss gleich, aber Hell wehrte erneut ab. Bozen wirkte in dieser Anfangsphase müde, Asiago erhöhte den Druck und ging dann auch in Führung. Das Zuspiel von Bentivoglio auf Cristi Domenico, der täuschte den Schuss an, zog dann aber ab und erzielte das 1:0. Für den 23-jährigen Kanadier war es bereits das 13. Saisontor. Asiago blieb am Drücker, Dave Borellis Zuspiel auf Michele Strazzabosco, aber erneut war bei Günther Hell Endstation. Der 34-Jährige zeigte eine sehr starke Leistung. In der 10. Minute patzte Niklas Halmarsson. Der NHL-Star verlor den Puck an Di Domenico, der ganz allein zum Konter startete, dann aber daneben vorbeischoss. Der 23-jährige Kanadier vergab somit eine Riesenchance zum 2:0 für Asiago. Dann das Zuspiel von Rigoni zu Federico Benetti. Dan Sullivan bekam die Scheibe an der blauen Linie, feuerte ab, aber Hell passte erneut auf. Bozen musste sich bei seinen Torhütern bedanken, dass der Rückstand nach 20 Minuten nicht größer war. In der Pause rüttelte Bozen-Coach Brian McCutchen seine Mannschaft wach, denn plötzlich spielte sie wieder wie in den letzten 3 Wochen. Kapitän Alexander Ecker tankte sich auf der linken Seite gegen Enrico Migliorenzi durch, passte zurück zu Anton Bernhardt, der zum 1:1 einnetzen konnte. Für den 23-jährigen Stürmer eine Erlösung, denn die letzten 10 Meisterschaftsspiele hat er nicht mehr getroffen. Es war sein 6. Tor. Noch einmal der Traumpass von Ecker zurück zu Bernhardt, das 1:1. Gleich nach dem Ausgleich versuchte es Bernhardt erneut, zuerst im Zusammenspiel mit Ecker, dann mit diesem Pass auf Markus Gander, der jedoch die Chance nicht verwerten konnte. In der 31. Minute gewann Marco Insam das Bulli, versuchte es im Alleingang, scheiterte aber an Marozzi. Auch Bernhardt im Fallen prüfte die Reaktionsfähigkeit von Asiago Golli. Die Tage von Marozzi in Asiago scheinen ja gezählt zu sein. Ein neuer Torhüter soll nach Asiago kommen, Marozzi hingegen nach Meran zurückkehren. 2 Minuten später startete Ryan Fling in Konter sein Zuspiel auf Mark McCutchen, aber erneut wehrte Marozzi ab und Fling vergab schließlich den Nachschuss. Bozen war jetzt klar überlegen und ging erstmals auch in Führung. Schiedsrichter Sorabera hatte gerade eine Strafe gegen Asiago angezeigt. Stefan Zisser wollte sein 500. Spiel mit einem Treffer krönen, schoss aber daneben vorbei. Die Scheibe kam zu Markus Gander, der sofort abzog und das 2:1 erzielte. Saisontreffer Nummer 5 für den ehemaligen Sterzinger, das 2. Tor für die 2. Bozener Linie. Diese sogenannte 89er Linie, denn Gander, Bernhardt und Insam sind alle 3 1989 geboren und mit diesen 23 Jahren wird der Rekordmeister noch viel Freude haben. Sie haben eine Strafe gekriegt und der Günther ist rausgekommen. Ich bin einen Kopfbuck gekriegt und geschossen und mit Glück ist er reingegangen. Kurz vor der 2. Drittelpause versuchte es auch noch Mark McCutchen, der von Flynn angespielt wurde, dann aber das Tor der Gäste verfehlte. Im Schlussdrittel diktierte Bozen weiter das Tempo. Der schöne Pass von McCutchen auf Markus Gander, der daneben vorbeischoss. In der 47. Minute befreite Alexander Ecker zu kurz. Paul Zanett ergatterte sich den Puck, hatte dann aber Pech, dass sein Schuss aus kürzester Distanz knallte an die Querlatte. Das hätte das 2:2 sein können. Als dann Asiago sein Pulver verschossen hatte und aufgrund einer Strafe von Migliorenzi in Unterzahl agieren musste, sorgte Bozen für die Vorentscheidung. Gregor Schaap gewann die Eingabe, der Puck kam zu Niklas Halmarsson und Ryan Flynn lenkte den Schuss des Schweden unhaltbar ins Tor von Marozzi zum 3:1 ab.
für den 24-jährigen US-Amerikaner der 16. Treffer in der laufenden Meisterschaft. Niemand hat beim Rekordmeister so oft getroffen wie er. Michele Strazzabosco protestierte noch beim Schiedsrichter. Er wollte einen hohen Stock von Flynn gesehen haben. Die Torkamera zeigt aber, dass der Treffer regulär war. Asiago setzte in den Schlussminuten alles auf eine Karte, griff vehement an, wie hier mit Bentivoglio und Alma. Hell konnte aber schließlich die Scheibe unter Kontrolle bringen. John Barco verlangte dann eine Auszeit, nahm Torhüter Vincenzo Marozzi für den 6. Feldspieler vom Eis, wieder Getümmel vor dem Bozner Tor. Die kräftigen Strazzabosco und Ulmer scheiterten aber erneut an Günther Hell. 4 Sekunden vor Spielende verlor Bentivoglio den Puck an Ryan Flynn. Dieser bediente Mack McCutcheon mit einem Steilpass und die Nummer 21 der Bozner bedankte sich mit seinem 13. Saisontreffer zum 4:1 Endstand. Wir glauben, wir haben gesehen, dass wir im ersten Drittel nicht ganz bei der Sache waren. Wir waren vielleicht mental schon beim Sonntag, beim freien Tag vielleicht. Und in der ersten Drittelpause haben wir dann, waren die Ansagen ganz klar. Und oftmals braucht man halt einen dritten Arsch. Und dann sind wir eigentlich aufgewacht und das Jahr hat nicht mehr viel zu melden gehabt im zweiten und dritten Drittel.